Machst du TikTok? Nee, das bin ich tatsächlich. Ja. Ja. Jo, ist Mr. Mike. Lieber spät als nie kommt hier noch mein kleiner Blog vom Wiener Osterturnier 2024 in Wien. Wer davon noch nichts gehört hat, das ist eines der größten Basketballturniere für Jugendliche im europäischen Raum. An die 5000 Kinder strömen hier aus allen Ländern herbei. 600 verschiedene Teams, also wirklich unglaublich viele, aufgeteilt in, glaube ich, über 3 verschiedenen Hallen. Das ist hier die Haupthalle, die Stadthalle in Wien, direkt am Bahnhof, eine der größten Hallen. Da ist die meiste Action am Start, würde ich mal sagen, aber bei 600 Teams, alleine organisatorisch, ist da einiges gefordert. Ich hatte dann Verkaufsstand für 2 Tage, Donnerstag und Freitag war ich da am Start, habe da einige Schnapper verteilt. Peak Basketballschuhe für 25 Euro. Ältere Modelle, aber da konnte man auf jeden Fall den ein oder anderen geilen Deal machen. Meine Bälle habe ich übrigens auch verkauft. Und wir hatten mit Peak auch einen Infostand für diejenigen, die ja ihre eigenen Trikots zusammenstellen möchten, also Vereine, Team-Jerseys. Wir haben alles am Start. Schreibt mich gerne an, Mr. Mike Production auf Instagram, falls ihr für euren Verein ein unglaublich geiles, freshes Jersey haben möchtet. Ich meine, hey, wir sind Sponsor der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Wenn ihr unsere Trikots anhabt, dann läuft's. Wien ist für mich auch immer wieder so ein schönes Erlebnis, weil dort so viele Jugendliche am Start sind, die mich auch durch meine Videos kennen, und da bekomme ich so wirklich richtig krass intensiv dieses Feedback von Leuten, die es einfach feiern, weil ich sie mit dem Basketballspielen infiziert habe. Slam Dunk Contest ist auch jedes Jahr, den habe ich aber nur mit dem Handy gefilmt und habe ich nur auf meinem TikTok-Kanal Mr. Mike Production veröffentlicht, falls ihr den sehen möchtet. Wien sowieso eine unglaublich schöne Stadt, wer noch nicht da war, der muss auf jeden Fall mehr Tage einplanen, und ich empfehle auch jedem, wenn er da noch nicht war, zum Prater zu fahren. Richtig gutes Entertaining-Programm, eine Kirmes im großen Stil, richtig nice, überall gibt's gutes Essen, feiere ich einfach. Im Dunkshop war ich natürlich auch am Start, da bin ich auch jedes Mal, wenn ich in Wien bin. Dunkshop, auch eine richtig coole Adresse, da bekommst du, wenn du ein NBA-Fan bist, eigentlich alles. Jerseys, Schuhe, mittlerweile wie auch gesagt Peak-Schuhe, Mr. Mike-Bälle. Dank meiner Wenigkeit habe ich diesen Deal zustande bekommen. Finde ich auch immer wieder eine geile Sache, was alles so möglich ist, wenn man die richtigen Connections hat. Solche Läden wie der Dunkshop sind auch sehr selten geworden, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland. Ihr wisst es ja wahrscheinlich selbst, der Einzelhandel leidet einfach, egal in welcher Branche. Deshalb nehmt solche Geschäfte bloß nicht als selbstverständlich. Die sind selbst sehr am Hasseln, das könnt ihr mir glauben. Wie viele Stores kennt ihr noch, die es noch gibt? Ich rede jetzt nicht so von Snipes, Kicks und Footlocker. Selbst die haben schwer zu kämpfen mittlerweile. Und diese Worte natürlich von mir, der seine Sachen hauptsächlich bei Amazon bestellt. Doch ich muss auch zu dem nächsten coolen Laden über eine Stunde fahren. Hier bei Dunkshop in Wien übrigens auch mittlerweile, dank meiner Wenigkeit, bis ich mitgeholfen habe, Peak-Schuhe am Start. Ne? Also, ihr seid in Wien, kommt bei Dunkshop vorbei und gönnt euch. Andrew Wiggins 1, Alter, der Ferrari unter dem Peak-Schuh mittlerweile, ey. Das ist ein gutes Teil. Das ist echt ein gutes Teil. Aber auch natürlich sonst, hey, die haben wirklich alles am Start. Die haben hier alles am Start. Das ist echt crazy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Und in der Hinsicht sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Boom.